So, da sind wir auch schon bei Nummer 5. Die 4 immer schon was anderes, aber hier die ist ein bisschen schwieriger in Anführungszeichen. Suche zwischen einer Filmkamera in einem Keller, einem verschneiten Steinkopf und einem auffälligen goldenen Stuhl. Das Ganze werde ich euch ganz schnell zeigen. Ich mache das Ganze solo, weil ich denke mal, dass da jetzt einer landen wird. Wäre eigentlich zu blöd in Anführungszeichen. Weil wir fliegen halt, wie gesagt, direkt zu dem Punkt hin. Nicht erst, wo die Filmkamera ist, wo die Steinstatue ist und der Stuhl, sondern fliegen direkt zu dem Punkt. Das ist halt wie früher so ein Ladebildschirm, wo ihr den geheimen Bettelstern findet. Aber diesmal ist es anscheinend eine simple Wochenaufgabe. Ich weiß selber noch nicht genau, was da jetzt ist. Aber wir müssen landen genau da. Weil ihr wisst ja, da ist die Steinstatue. Hier ist die Kamera im Keller. Und der Stuhl. Wo ist denn nochmal der Stuhl? Ich weiß es selber nicht genau. Auf jeden Fall, die Kamera ist da. Die Statue ist da. Wir müssen da hin. So. Dann gehen wir mal schnell rein. Und wie gesagt, 75% meiner Klicks sind leider nicht von Abonnenten. Ich hoffe, das kriegen wir vielleicht mal irgendwie geändert. Also wenn ich hier irgendwie bis jetzt schon helfen konnte, gern mal ein Abo da lassen. Wie gesagt, Glocke musst du nicht aktivieren, aber dann verpasst du halt auch nicht mehr, wenn ich größer werden sollte, wenn unten eine Paysafe-Zahl dabei kommt und so kannst du natürlich den Paysafe-Code schneller lösen wie die anderen. Quasi Glocke aktiv, siehst das nächste Video, aha, er hat die nächsten Abonnenten, nächste Zahl ist da, also nur noch geringere Möglichkeiten, den Code zu knacken. Weil irgendwann, ich schätze mal, die letzten drei, vier Zahlen, da wird er geknackt. Ich habe ja schon mit einigen Abonnenten geredet, also manche probieren es da immer wieder. Und falls du wissen willst, wie das mit dem Gewinnspiel genau abläuft, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist ein Video extra dafür, wie das alles vonstatten geht und wer ich überhaupt bin und was ich mache und vorhabe. So, ihr seht schon da, der kleine verbrannte Fleck. Könnte ja auch ein Zeichen sein, dass hier irgendwann mal. Das ist echt wie ein Bettelstern. So, direkt ins Haus. Boah, ich muss unbedingt gucken. Irgendwas stimmt hier mit meinen Einstellungen. Jetzt irgendwie ist alles am Lenken. So, wir gehen direkt zur Statue. Das Haus sind zu sick, ich gerade nicht. Auch wenn da eine Truhe drin ist. So, hier gehen wir mal raus. Also, ein, zwei Kills würde ich schon mal gerne wieder machen. Zurzeit bin ich echt nur in Arena rein, Aufgabe machen. Irgendwie zu blöd zum Killen. Und dann bin ich auch schon wieder draußen. So. Aber wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen könnte, wie gesagt, lasst mir gerne mal ein Abo da. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Hätte ich mir besser im Beginn noch nicht genommen. Und nur zwei Kisten da. Ich dachte jetzt eigentlich schon, ich kriege hier meine Grundausrüstung. Dann gehen wir wohl doch nochmal ins Haus. Aber wundert mich, dass da keiner gelandet ist. Oder wie ich gesagt habe, in der Arena wird da, denke ich mal, kaum einer hingehen, weil da keine Waffen sind, da ist nichts. Eher gehen die Leute außenrum irgendwo hin und gehen dann fast im Vorbeigehen quasi. Aber wenn ihr den Stern locker holen wollt, ohne dämlich immer zu sterben, ich würde halt echt empfehlen, macht's in der Arena. Und wie gesagt, mich interessiert mal, wer jetzt noch zuschaut. Einfach mal eine 5 in die Kommentare hauen. Ich denke mal, die meisten gucken sich die Aufgabe an und wechseln sie. So, der Loot wird einfach nicht besser. So, wie gehen wir denn jetzt hin? Dann überlegen, ob wir nicht sogar direkt tiltet gehen sollen. So, ich kann aber eigentlich mal gucken, ob hier schon irgendwelche Pilze sind. Dann kann ich die Aufgabe nämlich auch schon mal anfangen. Wollen wir ein bisschen Metz sammeln. Ich habe ja gar nichts.
Pilze, hier sind wir, müssten eigentlich schon. Ja gut, Instab. Hat er versucht mich zu treffen? Ich glaube nicht. Gucken, vielleicht finden wir hier einen. Ah, ich glaube, hier hat sich schon einer ausgetobt, hä? Naja. Ach, da unten ist er ja. Hey. Wenn ich mal sehen würde. Ach, in dem Baum versteckt er sich. Ja, mit den Lecks. Merkt ihr das, ey? Das ist doch ein Scherz, ey. No. Dankeschön. Ja, danke. Obwohl, der Loot sieht eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Ach, er hat sogar noch was liegen lassen. Ach, nice. Irgendwie spinnt mein Fortnite echt komplett, ey. So, haben wir hier noch irgendwas? Da liegt. Meine Güte, ey. Mein Schild ist voll. Wie viel haben wir jetzt? Ach, hier muss ich mir auch. Ach, da gibt es ja auch eine Aufgabe. Ach, das wird auch noch ein Spaß für mich. Schaden machen in diesem Schwebezustand. Achso, das war nur kurz. Ne, mir hier ist hier aber nicht. Ja, ich kann aber die andere MP mitholen. Also AFK-Männchen sind immer gut. Die erste Zone ist noch nicht zu und das Leben schon wirklich wieder nur fast 25. Vollen Metz hat aber fleißig gesammelt. Ich muss nochmal einen dämlichen AR finden, ey. Bam, bam, bam. Oh Gott, das dauert ja noch eine Minute 50, bis die Zone da ist. Und es laggt und laggt. Oh Gott, ey. Nee, nee, nee. Da will 100 pro das Board, war mir klar. Clemens, wo waren jetzt hier die Schüsse? Ich habe ihn gesehen. Hä? Ist der da hochgegangen oder ist das ein anderer? Dankeschön. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, sobald da irgendwas angezeigt wird, der regt Lex. Muss ich mal gucken, ob da irgendwas mit der Einstellung bei mir nicht stimmt. Ah ne, ist die Treppe hochgegangen. Wo ist er danach hin? Ich höre hier auch nichts. Leck das! Ach komm, ey!
Wenn das so leckt, ey, wie soll ich denn da was machen, ey? Ihr habt es jetzt selber gesehen, das waren 2 Sekunden. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, wenn ich euch mit der Aufgabe helfen konnte, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Wie gesagt, einfach an dem Punkt hier landen. Ich zeige es nochmal auf der Map. Genau hier müsst ihr hin. Da ist so eine Stelle im Schnee, die einfach keinen Schnee mehr hat. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. In dem Sinne würde ich sagen, haut. Nee, ich darf wieder nicht. Ich darf nie im Menü sein oder so, sonst komme ich nicht in meinen anderen Bildschirm. Also in dem Sinne, haut rein.